Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 31. Januar. Heute haben wir dabei Microsoft, Instagram, Amazon, Apple und Dropbox. Ach, wie komme ich auf Dropzone? Keine Ahnung, aber beginnen tun wir mit Microsoft. Microsoft hat das Bug Bounty Programm, glaube ich, heißt das, erweitert. Das Bug Bounty Programm, das ist ein Programm intern, das haben halt auch viele große Firmen, aber auch Microsoft, was Hacker belohnt, die Sicherheitslücken und anderes aufdecken. Da gibt es verschiedene Preise, im Regelfall logischerweise Geld, aber in verschiedenen Höhen. Und nun hat Microsoft die Preise angehöht, die man bekommt, wenn man einen Sicherheitsloch in Xbox Live findet. Da kann man nämlich jetzt bis zu 20.000 US-Dollar bekommen. Und klingt erstmal viel, dafür muss man aber auch erstmal das Sicherheitsloch finden. Die höchste Prämie, die Microsoft übrigens auslobt, das sind 300.000 Dollar für einen ganz bestimmten Zugriff auf ihren Cloud-Service Azure. Heute ist es nicht mit den Begrifflichkeiten. Ja, nächstes Thema. Es sind Tausende von Instagram-Passwörtern in Kombination mit den Nutzernamen aufgetaucht. Ja, diesmal ist aber nicht Instagram schuld, sondern ein Social-Boosting-Dienst, und zwar Social Captain. Was macht der? Ja, der bietet euch an, für Geld euren Instagram-Account aufzubauen und zu vergrößern, eure Followerschaft. Und dafür müsst ihr dem Zugriff geben auf euren Instagram-Account. Ja, und die haben dann mal eben ganz geschmeidig den Zugriff als Plain Text gespeichert. Und wenn man eingeloggt war, konnte man im Quellcode einfach seinen Usernamen, sein Passwort sehen. Und es gab dann eben auch andere Wege, dass man eben sich alles angucken konnte. Und das ist natürlich nicht schön. Ja, es geht wohl um mehrere 10.000 Nutzer-Accounts. Und wenn ihr zufälligerweise Social Captain genutzt habt, dann solltet ihr eventuell euer Passwort ändern. Amazon, die haben ja wie viele andere Firmen in dieser Woche ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Und da reden wir ja selten drüber. Aber es kommen ja auch interessante Informationen bei so einem Quartalsbericht rum. Und eine davon sind die Kunden von Amazon Prime, also der Dienst, mit dem man Sachen sich kostenfrei liefern lassen kann, der aber ja mittlerweile Musik, Filme, Serien, E-Books und was weiß ich alles noch umfasst. Der hat jetzt 150 Millionen Kunden. Das ist schon eine stolze Anzahl, wenn man überlegt, alle zahlen dafür. Das ist schon mal sicherer Gewinn, der in der Tasche ist, oder was heißt Gewinn, Umsatz, von dem Amazon dann halt weiter Sachen für die Prime-Mitgliedschaft produzieren kann. Apple, die produzieren ja unter anderem auch Karten, also Apple Maps, Apple Karten in Deutschland. Und dort wurde eine neu gestaltete Karten-App vorgestellt für die Vereinigten Staaten erstmal. Die soll schneller und präziser in der Navigation sein, mehr Ansichten bieten, einfach schöner, schneller weiter, das Übliche. Und man rechnet damit, dass das in den kommenden Monaten dann auch für Europa zur Verfügung steht. Ich bin gespannt. So warm bin ich mit Apple Maps bislang nicht bekommen. Google Maps bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und letztes Thema für heute, Dropbox. Die testen gerade in der Beta eine neue Funktion, die jetzt wohl auch demnächst rauskommen wird für alle Dropbox-Nutzer. Und zwar das Ignorieren von Dateien und Ordnern. Ihr kennt vielleicht schon die Möglichkeit, wenn ihr Dropbox nutzt, dass ihr selektiv synchronisieren könnt. Sprich, Sachen von Dropbox bleiben in der Cloud und werden eben nicht auf den Rechner runtergeladen. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit, dass man auf dem Rechner im Dropbox-Folder Sachen reinlädt und Dropbox sagt, die sollen ignoriert werden. Also werden sie eben nicht nach oben synchronisiert in die Cloud und bleiben nur lokal auf einem Rechner. Warum man das machen sollte, ist mir nicht so hundertprozentig klar. Aber vielleicht habt ihr ja dafür eine Anwendungsmöglichkeit und wenn, dann habt ihr die Funktion wahrscheinlich bald, wenn ihr Dropbox-Nutzer seid. Ja, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen tollen Freitag noch, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns hoffentlich am Montag wieder. Bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.